Und jetzt sage ich was, ich bin ja Bundesminister nicht einer Partei, sondern für den Staat und Sie. Niemand, der, ich sage mal, aus sozialpolitischen Gründen sagt, ich bin nicht zufrieden mit der gegenwärtigen Politik, muss AfD wählen. Es tut mir in der Seele weh, es zu sagen, aber im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen. Aber da wird man nicht, im Notfall, ja, bitte zitieren Sie mich damit, ist keine Wahlempfehlung, ganz im Gegenteil. Aber ich würde mal sagen, im Notfall, man ist nicht gezwungen, die AfD zu wählen.